Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der rechten Unterhaltung und willkommen zurück zu Kontraband Police. Heute zweiter Durchlauf. Der beginnt jetzt für euch auf YouTube, folgenweise, natürlich. Ne? Auf Twitch beginnt er jetzt auch, aber die sehen davon ein bisschen mehr. Heute ein bisschen eingeengterweise, weil ich mein Headset laden muss. Es hat ein bisschen gelitten in letzter Zeit, was den Akku angeht. Weil, wenn ich fertig bin, lade ich das Headset, mache dann aber kurz danach den PC aus. Und dann lädt das Headset nicht weiter, ne? Das ist ein bisschen doof. Deswegen lade ich das jetzt nebenbei. Ich gucke da zwischendurch drauf. Wenn das voll ist, dann mache ich natürlich auch das Kabel ab. Schauen wir mal. Ne? Soll euch aber nicht beeinflussen oder so. Sondern wenn dann nur mich. So, wir machen heute den zweiten Durchlauf von Kontraband Police. Und der beinhaltet dann auch dementsprechend, dass wir uns dann heute auf die Seite unseres kommunistischen Landes schlagen. Und ja, wie ihr seht, der andere Spielstand ist weg. Das Spiel löscht den Spielstand, wenn man durchgespielt hat. Das ist faszinierend. So, warte mal, den kann ich auch mal löschen. Das war ein anderer. Ja, das Spiel löscht den Spielstand. Deswegen, wir beginnen ein neues Spiel. Eingestellt ist bereits alles. Diesmal sollte es auch ein bisschen besser laufen, weil ich in den Einstellungen, da gab es, in den Einstellungen, warte mal, kann ich euch vielleicht gleich mal zeigen. Ich glaube, das Intro und so ist alles relativ egal. Wir kennen es ja schon. Ich werde jetzt am Anfang auch sehr viel überspringen, ne? Weil, wir kennen es ja schon, ich werde es halt schnell machen. Wir müssen es ja nicht mehr lernen, das Spiel, sondern wir kennen es ja schon, ne? So kann ich hier, ja genau, ich zeige euch das einmal ganz kurz. Hier in den Einstellungen, da gibt es Oberflächenreflexionen, ne? Und wenn ich die anmache, dann bekommt meine Grafikkarte ein paar leichte Probleme. Deswegen hat es auch hier und da ein bisschen geruckelt. Wenn ich die ausmache, easy, 60 FPS ohne Probleme. Deswegen lasse ich die jetzt aus. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten gibt es da keinen. Dürfte es zumindest nicht. Warte, ich gucke nochmal ganz schnell in den Ton. Nee, alles so, wie ich eingestellt habe. So, und ja. Warum auch immer. Also, das ist, ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder an der Grafikkarte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja eine 3090, ne? Und wenn die jetzt bei dem Spiel hier schon an ihre Grenzen kommt, boah, weiß ich nicht, wa? Dann wird es aber langsam schwierig. Lief ja schon bei Hogwarts Legacy nicht ganz so rund. Dann müsste ich tatsächlich, also ich habe eigentlich gedacht, jetzt ich warte auf die 5000er Reihe. Weil jetzt eine 4090 holen und ich glaube Ende des Jahres wird schon gemunkelt, dass die 5000er Reihe rauskommt. Da würde ich mir eher dann Ende des Jahres keine neue Grafikkarte, aber wahrscheinlich dann einen neuen Gaming-PC holen. Denke ich mal. Oder einzelne Komponenten aufrüsten. Das Problem ist einfach, wenn ich mir jetzt nur eine 4090 holen würde, würde die ein bisschen durch die CPU limitiert werden. Das ist nicht so geil. Und ich müsste noch ein Netzteil dazu kaufen. Deswegen, ganz ehrlich, wenn ich dann die 5000er Reihe nehme, dann wird es wahrscheinlich eine 5090. Noch eine neueren CPU, da kann ich auch gleich einen ganzen PC für kaufen. Bin ich ganz ehrlich, dann würde ich den Gaming-PC hier nehmen, wahrscheinlich dann für Aufnahmen verwenden und mein Aufnahme-PC, den würde ich dann wahrscheinlich als Ersatzteilspender verwenden. Ne? Aber jetzt nochmal eine neue Grafikkarte holen. Weiß ich, ich bin ja ganz ehrlich, ich spiele, es gibt sowieso nicht so viele Spiele, wo ich jetzt, wo die grafiktechnisch bombastisch sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, da sind die meisten Spiele tatsächlich auf der Konsole gelandet. Achso, warte mal, was ich machen wollte. Ich wollte den Tag mal ein bisschen verlängern. Dass wir mal auf 45 gehen. Dann haben wir vielleicht, entweder kriegen wir dann mehr Geld oder wir haben mehr Zeit, um die Autos zu prüfen. Das würde ich wohl mal machen. Wir haben vorher auf 35 gespielt.
Jetzt spielen wir mit 45. Ja, und wie gesagt, also Spiele auf dem PC, die grafisch überwältigend sind, hab ich jetzt nicht so viele gespielt in letzter Zeit. Ne? Hogwarts, okay. Und das war's. Ich spiele aktuell viele alte Games, viele Indie-Games, viele grafisch nicht anspruchsvolle Games. Und die ganzen Grafikbombasten, die laufen bei mir auf der PS5. Also, deswegen sehe ich da keinen Grund, mir jetzt noch auf eine 4090 aufzurüsten oder so. Sondern ich würde halt eher dann gucken, dass wir oder dass ich dann, wenn Ende des Jahres wirklich die 5000er-Serie kommt, dann stelle ich mir da einen neuen Gaming-PC zusammen und dann ist gut. Ich denke, jetzt in eine 4090 investieren hat, glaube ich, nicht so viel Sinn. So, hier haben wir die Zeitung. Coole Operation aufgedeckt. Haben wir alles schon mal vorgelesen, deswegen verzichten wir da auch drauf. Ich öffne das einmal, damit das weg ist und dann dürfen wir jetzt erstmal wieder lernen. So, wir nehmen unsere Dienstmappe. So, hier steht alles drin, wissen wir ja. So, dann darf der erste schon mal rein. Da lernen wir jetzt einmal wieder, wie es geht. Geht die Zeit jetzt langsamer? Gefühlt nicht, oder? Bin ich ganz sicher. Ja. Ich würde gerne das Tutorial überspringen, das wäre ganz schön. Kontrollbericht, wissen wir auch. So, das passt. Gültig bis September. Passt auch. Und Foto passt auch. Er darf einreisen. Okay, tschüss. Der nächste bitte. Ach, geht noch gar nicht, okay. Jo, da haben wir die Einreiseerlaubnis. Das passt natürlich. Gültig bis Februar. Ist abgelaufen. Und damit hat sich das Haltbarkeitsdatum ja auch schon erledigt. Und das Foto passt aber so. Der darf nicht rein. Abgelehnt. Und wir lassen dann diesmal auch die Leute rein, darum betteln reinzukommen. Ne? Und dann gucken wir mal, was da passiert. Also alle, die unbedingt rein müssen, die dürfen auch rein. Was habe ich vergessen? Wie, das Foto? Passt es doch nicht? Oh. Schade. Da war ich ein bisschen zu übermütig, aber ich mache das ja schon ein paar Jahre hier, ne? Guten Tag. Darf ich einmal Ihre Papiere sehen, bitte? Danke. So, das Foto, das passt. Der hat auch eine Einreiseerlaubnis. Gültig bis Dezember. Gültig bis 16. Brauche ich nicht prüfen. September und Dezember 81. Das passt alles. Du darfst rein. Tschüss. So, der nächste bitte. Perfekt, dankeschön. Das Foto passt schon mal nicht. Name passt.
Passnummer passt, aber Datum passt nicht, bei beiden nicht. Das heißt, du darfst auch nicht rein. Atayo, Siem Rachowe. Ja, Rachowitsch. So, das war der letzte für heute und es ist 2:30. Marisu, was ist los? Nicht horrors noch denn nahe? Nicht ab so adatrudna, ne adalio? A wie wir basto na waschego quartiro, als du sie nego oddicha. So, ich hätte schon pennen gehen, gut, ich kann eh nichts anderes machen. Deswegen, ja, gehen wir mal in unsere wunderschöne kleine Wohnungsabsteige hier. Jo, das wissen wir. Können wir so überspringen. So, heutige Bilanz, alles gut. Ja, ich will noch mal ganz kurz was gucken, weil was auch interessant ist, wenn du im Hauptmenü auf Spiel fortsetzen gehst, hast du da irgendwie als Speicherdatei Geschichtsmodus oder sowas. Da habe ich eigentlich gedacht, es gibt vielleicht noch mal irgendwie einen freien Modus, aber den kannst du hier nicht einstellen. Aber vielleicht soll der ja noch kommen, ne? Das kann sein, dass der vielleicht noch kommt. Das wäre auch ganz nice eigentlich. So. So, jetzt haben wir TMJ und 53 als Schmugglerhinweise. Die Hinweise sind andere als beim ersten Durchlauf. Habe ich nämlich vorhin gesehen, als ich wieder mal den Sound getestet habe. Ich baue morgen übrigens meinen Sound nochmal um. Stell auf optische Kabel um, muss dafür aber ein bisschen was noch einbasteln. Das soll alles morgen geliefert werden, das baue ich morgen ein. Und dann, ja, gibt es keinen Brummen mehr über einen klinkenanalogen Anschluss und auch keinen Knack mehr übers HDMI. Warum auch immer das übers HDMI knackt, ist mir gänzlich ein Rätsel. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht und kriege ich auch nicht weg. So, unser Verdächtiger. Kannst schon mal raus, weil TMJ, genau. So, da haben wir das. Dann müssen wir jetzt natürlich unser Werkzeug holen. Kurwa, du raz. Sprawlaczna. Był wundro, a ciebie pier kontrabandu. Kontrabandu nie tak zawdry paznaczno. Inogda estio skryczna, ać partio. Ilio trudyjne mestie. Ilio posukati edu maskota. Nie tak migotnika ta jest. A to trikso. Wsiem edu atma. Membinica, kontrabanditiele estio... Bo mia weiß einfach, dass ich das war. Das heißt, das ist quasi ein präpariertes Schmugglerfahrzeug von Juri höchstpersönlich. So. Dann können wir hier alles reinhämmern. Und natürlich unserem Kollegen Maximow. Rumst du alles weg? Wir werden auch diesmal nicht unbedingt wieder die Akten suchen gehen. Aber wir können uns vielleicht ein bisschen mehr dann von der Map angucken, ne? So, bei denen, wo ich weiß, dass sie da sind, logischerweise nehme ich die mit. So, dann ordnen wir das mal wieder um hier.
New Game Plus oder so wäre eigentlich nice. Oder wenn man das danach irgendwie im Open World weiterspielen könnte, das wäre auch cool. Aber eventuell kommen vielleicht noch mit ein paar Updates, vielleicht ein paar nächste Missionen oder sowas. 53. Du bist 58. Kommst aber nicht rein, weil hier nichts passt. Bis Juli und bis März. Verweigert. Jetzt habe ich nicht aufs Foto geachtet. Ja, 53. Hä? Habe ich den nicht gerade rausgeworfen? Ja, ich habe was vergessen. Natürlich, das Foto. So, das Foto passt. Hoch, falsche Taste. Jetzt bin ich völlig verwirrt hier. Der ist 57, kann also sitzen bleiben. Das passt. Dezember passt, 27. April passt. Name passt. Passt alles, darf rein. Und ab dafür. Moin Elli, hallo, hallo. Schön, dass du da bist. So, das war eine perfekte Prüfung. Oh, oh, bist du von Militärgenosse? Oder bist du etwa so ein dreckiger Künstler? Okay, erstmal. Das passt. Bist du 53? Raus aus dem Lumpen! Seh zu! Weg! Weg! Bist der Letzte heute. Und das Letzte auch gleich noch. So, rein da. Kein Dach, da kann er schon mal nichts verstecken. Aha. Aha. Nee, 5. Ich baue dir die Karre auseinander. Nee, nee. Wobei doch, diesmal lasse ich mich bestechen. Dankeschön. Diesmal lasse ich mich auch bestechen. War jetzt bei ihm okay. Kommt gleich drauf an. Wird das Bestechung angenommen? Du kannst dich glücklich schätzen. Okay. Ja, gut. Jetzt habe ich mich bestechen lassen. Ich weiß nicht. Ich bin mir immer nicht sicher, ob sich das lohnt. Das ist, glaube ich, hauptsächlich dafür gut, wenn du da irgendwie schnell mal durch musst, ne? Sonst bieten die immer 600 irgendwas an, aber ich bin mir immer nicht sicher. Bestechungsgelder 320, hat sich schon gelohnt. Korrekte Prüfung 3. Ich weiß halt vorher nicht, wie viel der dabei hat, ne? Das ist ja immer das Ding. Okay, wir haben 6 Sachen. Wir haben jetzt von 340 bekommen. Die haben uns aber auch schon 650 geboten. Da müssen wir gucken, was sich da am meisten lohnt. Ich
weiß ja auch, wir kriegen, wenn wir aufsteigen, wir kriegen ja auch immer mehr für die Gefangenen, ne? Nein, achso. Zum Arbeitslager erstmal. Und dann noch zu Vlad. Das müsste man nachher mal gucken. Junge, geh mir aus der Sonne. Was sich jetzt mehr gelohnt hätte, ne? Ich weiß halt nicht jetzt, wie viel der dabei gehabt hat, weil die Bestechung kannst du ja nur quasi nach dem ersten Pfund annehmen. Und dann ja nicht mehr. Also du musst das ja schon zeitnah annehmen. Sonst kriegst du ja gar nichts. Deswegen weiß ich immer nicht, ob sich das lohnt. Aber wir haben am Ende echt viel Geld gemacht. Deswegen würde ich fast behaupten, wir brauchen es nicht. Unbedingt. Als extra Bestechung. Ich glaube, das lohnt sich auch nicht unbedingt. Kriegen, glaube ich, einen 100er pro Gefangenen. Und dann, ich glaube, je nachdem, was der geschmuggelt hat, ist das auch noch davon abhängig, ne?